Interesse an meine Karten? Am Ende des Videos wirst du informiert. Habe die Ehre. Grüße und herzlich willkommen zur neuen Tagesenergie am Mittwoch, den 5. Juni. Na, wie geht es euch? Wie war euer Wetter heute? Ja, ich würde sagen, besser. Aber ich habe keine Minute draußen verbracht, weil ich ja arbeiten muss. Aber meine Tochter hat mir erzählt, dass es wärmer wird. Und es war ja auch dann wieder sehr bewölkt, dann war es einmal eine Stunde schön und dann hat es wieder ein bisschen geregnet. Also es war jetzt noch nicht wirklich so. Aber ich bin immer noch guter Dinge. Und wir kommen jetzt zum Mittwoch und wir gucken, was wir so haben. Wir haben den Vater. Ja, und die Mutlosigkeit. Down, kaputt. Bald Nachricht, okay. Also. Ja, das kann jetzt wieder ganz, ganz viele Gründe haben, einfach weil der Vater ein Bekannter, die Bruder, die Schwester oder, einfach eine Phase hat, wo er mutlos ist. Weil er auf eine Nachricht wartet. Kann natürlich auch sein, dass wir auf etwas warten und das einfach nicht kommt, sich einfach nicht ereignet oder so. Und ja, und wir warten und warten und warten und nichts passiert. Und das macht uns natürlich dann auch mutlos, ist schon klar. Aber wie gesagt, das können ganz viele sein. Aber wir werden mal schauen, ob wir da ein bisschen was Näheres erfahren mit dieser Nachricht. Hoppala, das waren zwei. Aha, der Vater bekommt eine Meldung. Darum wird er mutlos. Und das Kollektiv kriegt es auch. Also sowas mit dem Kollektiv hatten wir ja erst, gell? Wir... Das wird interessant jetzt. Und Gedanken. Wir machen uns Gedanken darüber, wie wir von nahestehenden Freunden, von Familienmitgliedern, von Menschen in unserer Umgebung, wie wir denen helfen können. Wir machen uns Gedanken darüber. Denn hier bekommt eine Meldung im Kollektiv, die mutlos macht. Und ja, uns anscheinend ja auch zwar ein bisschen, aber trotzdem wollen wir uns darüber Gedanken machen. Und ich lege jetzt auf dieses Bald drauf. Okay, das hat mit unserer Freizeit zu tun, mit unserem Hobby, mit unserem, wie fühle ich mich im Leben? Na, ich muss jetzt mal fertig schauen. Gibt mir jetzt noch nicht so wirklich Sinn. Ich gucke nochmal. Bald kommt die Freude, Blockade, schöne Dinge und obendrauf haben wir Heilung. Okay, also hier soll wirklich etwas in die Heilung gehen und das ist für jeden was anders. Es betrifft uns alle, also das Kollektiv, da wir aber hier Einzelpersonen haben, besonders uns selbst und auch noch eine Person, das ist vollkommen egal, betrifft es zwar das Kollektiv, aber jedem Einzelnen auch. Das heißt, Nachrichten und Meldungen werden uns im Endeffekt in die Heilung bringen. Das ist das, was oben drüber liegt. Und auf bald liegt ja auch schon Freizeit und da liegen ja auch schon Kinder. Bloß momentan ist das noch blockiert. Momentan herrscht noch die Mutlosigkeit, weil diese Nachricht eben nicht kommt. Diese Situation nicht kommt. Oder. Also Nachricht, Neuigkeit, Ereignis oder was auch immer. Ob das du jetzt erwartest oder nicht. Jeder wartet auf irgendetwas anders. Auf irgendetwas, was sich lösen soll. Ja, wenn wir es jetzt mal im Kollektiv sehen, also wirklich vom Kollektiv, wir alle in Deutschland, wir warten, ja, zwar auch jeder auf was anderes, aber wenn wir es im Kollektiv sehen, dass die Regierung abdankt, dass sich endlich was ändert oder, also je nachdem, was wie du denkst, aber sowas, dass sich es endlich wieder dreht, denke ich mal, warten jetzt alle drauf. Hier ist das Schöne, hier heißt es Heilung, also oben drüber liegt die Heilung. Hier soll etwas heilen. Und bald kommt eben Freude und Freizeit. Also wieder relaxen, runterfahren, alles ist gut. Aber momentan ist es eben noch blockiert. Momentan
ist es noch nicht in Erscheinung getreten. Und da liegt die Mutter drauf. Okay. Dann haben wir jetzt Mutter und Vater. Und warum sollten die das blockieren im Leben? Das weiß ich eben nicht. Also die Mutter auf der Blockade gibt mir ja überhaupt keinen Sinn. Ja, unbekannt. Okay. Werde ich nicht aufklären können. Es haben Menschen damit zu tun, warum diese Blockade besteht. Die Heilung kommt. Da beißt jemand keinen Faden ab. Und auf dem Ball liegt Freizeit und Freude liegt ja auch schon da. Hier schon. Wir machen uns ja jetzt schon Gedanken über schöne Dinge. Obwohl wir, wie auch unsere Angehörigen, unsere Umfeld mutlos ist. Jetzt legen wir auf die Mutlosen noch ein. Ich habe heute einen Haufen Karten, das mache ich ja ganz selten. Aber heute ist das so undurchsichtig. Ein Vertrag, okay. Okay. Hier geht es pauschal um einen Vertrag, um eine Abmachung, um eine Verabredung. Wenn wir jetzt ins Kollektiv denken, die Versprechungen, die uns die ganzen Parteien vor der Wahl geben und nicht einhalten, zum Beispiel, oder auch alles andere, Vertrag kann, ich gehe jetzt in die Rente sein, fange eine neue Arbeit an, ich möchte mein Auto kaufen, ich möchte mein Haus verkaufen, was weiß ich. Also alles Mögliche, es ist aber auch ein Vertrag, den ich mündlich eingehe, ich kümmere mich, Papa, Mama, mach dir keine Sorgen, ich kümmere mich um dich, das ist ein Vertrag im weitesten Sinne, obwohl ich jetzt da nichts schriftlich mache. Also alles Versprechen und Abmachungen, alles das sind Verträge. Und die werden nicht eingehalten. Jeder von uns hat wahrscheinlich erwartet auf irgendetwas, dass ein Vertrag, eine Versprechung eingehalten wird und das zieht sich. Warum jetzt wirklich die Mutter und das offizielle Person da oben drauf liegen, kann ich noch nicht sagen, weiß ich nicht. Im Spirituellen würde ich es wissen, also wenn du die spirituelle Lösung wissen willst, bleib einfach dran. Fürs Leben ist hier die Nachricht, die Meldungen für das, wo du dir Gedanken darüber machst, was du dir vielleicht erwünscht oder ersehnst, was dir Freude macht, kommt. Alles geht in die Heilung, aber momentan ist da noch ein Hindernis oder eine Blockade, dies nicht so schnell machen lässt, sage ich jetzt mal. So, weltliche Ende. Spirituell ist das hier sehr interessant. Du weißt, spirituell ist der Vater die Quelle. Spirituell ist die Mutter, Mutter Erde. Nicht mehr die Seele, denn die habe ich eine neue Karte. Und unbekannte offizielle Person, keine Ahnung, das kann im Spirituellen wirklich ein Schutzengel sein, ein aufgestiegener Meister oder keine Ahnung, irgendein Helferlein, wie auch immer. Eine Fee, ein Einhorn, was weiß ich. Die hier zur Seite stehen. Die Blockaden, ja, ich sage jetzt nicht lösen, aber sie mit dir lösen. Hier wird einfach gesagt, spirituell, bleib in deiner Kraft, bleib in deinen positiven Gedanken, in deinem, was du möchtest. Auch wenn es momentan nicht so aussieht, auch wenn momentan deine Stimmung wieder sagt, ach, nein, jetzt will ich nicht mehr, das kommt eh nicht und ist alles blöd und was weiß ich. Nein, bleib positiv hier, also du bekommst Meldungen von deiner Quelle. Das mögen jetzt Synchronizitäten sein, das mögen Zufälle sein, das mögen irgendwelche Sätze sein oder die du in einem Buch liest oder die dir Kraft geben, wo du sagst, ja genau, und das habe ich ja schon lange nicht mehr gedacht oder, das kommt dann direkt von der Quelle, um dir es ein bisschen leichter zu machen. Vielleicht ist auch die Mutter Erde selbst die Blockade, dass sie sagt, okay, ich muss, oder Mutter Erde tut noch irgendwas, sprich Vulkan, Erdbeben, Dauerregen, was weiß denn ich. Das muss noch sein, um es auslösen zu können. Warum auch immer, wie auch immer. Das ist auf feinstofflicher Ebene. Da werden ganz andere Verträge gemacht. Und dieser Vertrag im Spirituellen ist einfach, du hast einen Vertrag. Das steht einfach drauf. Du hast hier einen Vertrag, du hast hier eine Abmachung.
Mit dir selbst, in dem Fall würde ich sagen, wenn du dir selbst, bevor du als Mensch inkarnierst, bist du Seele, bist du rein und hast alle Möglichkeiten zu wählen, wählst du ja dein Leben, deine Eltern und was immer du noch zu wählen hast, wählst du aus und du magst dir, ich sage immer so Boller, also so Schwerpunkte. Diese Punkte willst du im Leben erreichen, die musst du erreichen, diese Vorgabe gibst du dir selber. Das ist jetzt der, sagen wir mal, das ist jetzt der erste Poller und dann hier kommst du auf die Welt und gehst darauf zu. Jetzt kann natürlich sein, dass du hier abbiegst und hier dreimal im Kreis läufst. Gilt alles, kann alles sein. Du kannst aber hier nicht weiter, bevor du hier nicht hinkommst. Ist egal, wie oft du da im Kreis läufst. Wenn du da hinkommst, geht's weiter zum nächsten. Und da ist dann wieder so, gehst du direkt oder gehst du wieder 5 Millionen Umwege? Bleibt alles dir überlassen. Aber diese Boller, diese Punkte musst du erreichen, sonst kannst du nicht weiter. Also hier muss etwas erfahren werden, gelöst werden, positiv wie negativ. Also das heißt nicht, dass es immer negativ ist, das kann auch sehr positiv sein. Du musst das, wie heißt das, durchlaufen, um weitergehen zu können. Also diese Erfahrung brauchst du ganz dringend. Sonst kannst du nicht weiter, sonst läufst du ja noch 5 Mal im Kreis. Und das sind diese Verträge, die ich jetzt sage, die du selber machst, die deine Seele mit deinen Menschen macht oder wie auch immer du das sehen magst. Und das kann jetzt zum Beispiel auch etwas sein, dass hier noch etwas erlebt werden muss, bevor du diesen Vertrag erfüllen kannst. Oder dass dieses Erlebte, was noch kommen muss, diesen Vertrag erfüllt und dann kannst du weitergehen. Oder. Aber da, wo du weitergehen kannst, kommt in Heilung und in richtig schöne Sachen. Und wie mir das da liegt, ist es eigentlich das hier, was du erreichen sollst. Also ich sehe es und fühle einfach mehr, dass du, dass deine Weggabelung hierhin führt. Dass da aber vor dieser Weggabelung eben noch eine Blockade liegt, die nicht mal von dir gemacht ist, die von außen gemacht wurde, die von was weiß ich wen gemacht wurde. Da kümmert man sich gerade schon drum. Also das ist ja das Schöne. Spirituell ist das ja Mutter Erde und hier ist eben aufgestiegener Meister, was weiß ich, dein Schutzengel, was auch immer bei dir ist, kümmern sich schon um diese Blockade. Deine Quelle natürlich auch. Weil ich bin der Meinung, das ist dein nächster Punkt. Also den du erreichen sollst jetzt, ist nicht diese Blockade, sondern in die Heilung gehen. Auf welcher Weise, Art und Weise, ist es bei dir immer, was es bei dir auch immer bedeutet. Körperlich, geistig, seelisch, im partnerschaftlichen, im beruflichen oder. Du sollst hier in deine, und das meine ich mit deiner Heilung, in deine Heilung gehen. Also das ist auch für jeden was anders und selbst körperliche Heilung ist für jeden was anders. Also lass mal das dahingestellt, was das ist. Und das heißt einfach wirklich ein schönes, relaxtes Leben. Also wo du runterfahren kannst. Das ist das, meiner Ansicht nach, was du jetzt erreichen sollst, das aber und das vielleicht auch schon irgendwo spürst, denn du erwartest ja die Nachricht, du erwartest die Meldung. Das heißt, du denkst ja schon darüber nach. Diese schönen Dinge sind schon fühlbar, aber sie kommen eben nicht. Und darum wirst du da ein bisschen mutlos, weil die eben von außen oder von irgendeiner Art und Weise von irgendeiner Seite blockiert werden. Aber diese Blockade hat keinen Bestand. Was ich jetzt nicht gemacht habe, ist reingeschaut. Das muss ich jetzt nochmal machen. Na, ich mache das jetzt anders. Ich mache jetzt gleich so. Also, zeig mir diese Blockade. Okay, ich sehe hier einen riesengroßen Stein, wo ganz viele Zwergerl hämmern. Also, dieser Stein wird immer kleiner. Aber gut, das war jetzt eine. Zeig mir die Blockade, ja. Warum ist diese Blockade überhaupt da? Ja, das ist so ähnlich, wie ich erzählt habe. Das rollt, ich sehe den Stein, irgendjemand rollt den Stein hin und dahinter bildet sich jetzt eine Schlange von Menschen, die da warten. Verkauft der Eintrittskarten. Scheiße. Der Typ, der da steht, verkauft Eintrittskarten.
Aber die Menschen wollen die nicht kaufen. Okay. Okay. Also das kommt mir nicht natürlich vor. Das ist keine Blockade von uns. Das ist keine Ahnung. Ja, ich will jetzt da nicht so viel reininterpretieren, aber diese Blockade ist nicht von uns gemacht, nicht von dir, nicht von mir, auch nicht vom Kollektiv, betrifft uns aber alle. Und zwar, ja, das kommt jetzt darauf an, auf was du glaubst. Ich will ja keinen Unbug erzählen, aber hier gibt es Mächte, die uns Menschen nichts Schönes wollen. Und anscheinend, so wie das jetzt hier ausschaut, sind wir gerade an einem Wendepunkt, an einem, das war vor paar Tagen oder 2 Wochen oder so, war ich auch schon mal, dass ich gesagt habe, wir sind jetzt an diesem Kipppunkt. Der Kipppunkt ist vorbei. Vielleicht dehnt sich der ja auch noch ein bisschen, weil wir sind jetzt so an einem Punkt. Und irgendjemand macht da einen riesen Stein hin und will da Eintrittskarten verkaufen. Das heißt, du sollst dir irgendwas kaufen oder irgendwas annehmen, irgendwas unterschreiben, dass du an diesen Stein vorbeikommst. Aber die Menschen, die hier stehen, machen das nicht. Aber eben, wenn wir vorhin schon gesehen haben, auf diesen Stein sind lauter Zwerger, die den Stein da wegpicken. Ja, das ist bloß ein Versuch. Das ist ein reiner Versuch, der jetzt die ganze Sache verzögert. Was auch immer hier verzögert werden soll. Ja, lassen wir das mal so stehen. Weil da muss ich jetzt mehr spekulieren, wie ich mir gewiss bin, dass es ist. Das sind jetzt mehr Gefühle, die ich da eigentlich wahrnehme bei dem Bild. Hat aber bestimmt mit meinem Denken sehr viel zu tun. Und haben wir gestern darüber gesprochen, oder ich habe gestern darüber gesprochen, dass dein Bild immer wieder auch mit deinen Glaubenssätzen und so weiter verzerrt werden. Ist bei meinem Bild ja nichts anderes. Und umso tiefer ich jetzt da reingehe, umso mehr verzehre ich das Ganze. Auf der anderen Seite kann es bloß ich auflösen, weil das für jeden was anderes bedeutet, aber das Thema hatten wir ja auch schon. Aber okay. Was sicher ist, was ich mir jetzt ganz sicher bin, ist, diese Blockade ist nicht von uns gemacht. Nicht du verzögerst deine Wunscherfüllung, deine Weiterkommen oder wie auch immer, sondern das verzögert hier irgendjemand anders. Vielmehr, es wird verzögert, aber für alle. Aber diese Verzögerung, diese Blockade hat keinen Bestand. Ja, ich wollte das gerade wissen, wie lange das dauert, aber das ist geistige Welt und Zeit, das ist immer so eine Sache. Also ich sehe bloß, dass diese Zwergerl den ganz schön schnell niedermachen. Ich sag's mal so, weil ich weiß es nicht, keine Zeit. Also, wir kommen alle in die Heilung. Wir kommen alle in ein Leben, was uns wieder durchschnaufen lässt, was uns wieder atmen lässt, wo wir uns auch wieder wohlfühlen. Aber da ist eben etwas, wo wir schon drauf warten, wo wir schon alle sehr, sehr mutlos sind. Und im Großen wie im Kleinen. Ich kann auch versprechen, es kommt, es wird dran gearbeitet. Auch für Zwergerl, die jetzt hier nicht liegen. Und wir kommen dahin, aber es verzögert sich ein bisschen. Ich hoffe, das war jetzt nicht so kryptisch für euch. War für mich auch neu. Aber ja, es kommt, wie es kommt. Ich sage, was ich sehe. Und das ist halt einfach so. Und wenn es dann mal irgendwann Blödsinn ist, dann ist es irgendwann Blödsinn. Obwohl ich mir selbst schon sehr vertraue. Aber ihr müsst das nicht tun. Ihr könnt sagen, schöner Scheiß, und ihr könnt euch auch totlachen drüber. Habe ich überhaupt nichts dagegen. Würde ich auch verstehen. Aber ist ja eh gut, auch wenn du nicht dran glaubst, diese Blockade geht raus, weil alle dran arbeiten. In diesem Sinne, ich wünsche euch einen wunderschönen, was haben wir denn? Mittwoch, habe die Ehre. Grüße. Meine Karten sind nun endlich fertig. Und da ich immer wieder gefragt werde, ja, man kann sie auch kaufen. Ich habe da eine Kleinauflage machen lassen. Und im Kartendeck sind, hier steht 115 Karten, stimmt aber nicht, es sind 117 Karten, denn ich habe drei Leerkarten mitmachen lassen, das ist die Schachtel von mir, dass ihr eure eigenen
Beschriftungen, wenn ihr mehr Kinder habt, Opa oder drauf machen wollt, dabei habt. Also sind es 117 Karten und kosten 59 Euro. Ich blende jetzt hier irgendwo meine E-Mail-Adresse ein und auch den Preis. Und möchte euch ganz kurz, für die, die es nicht wissen, diese Rückseite mal ganz kurz vorlesen. Dauert gar nicht lang. Nur, dass ihr wisst, was ich damit meine. Du kannst auf üblicher Weise Karten lehnen und schauen, was dich in der Zukunft erwarten könnte. Erwarten könnte, weil du der Gestalter deines Lebens bist. Du kannst aber auch herausfinden, warum die Zukunft sich nicht so zeigt, wie du gerne möchtest. Du kannst lernen, was du ändern musst, um das gewünschte Ergebnis im Leben zu erreichen. Dieses Kartendeck ist entwickelt, um auf leichte Art zu erkennen, warum das Leben nicht wunderschön ist. Sie zeigt dir, wohin du schauen musst, was du ändern musst, darfst, in dir, um deinen Weg zu gehen. Der Weg deines Lebens, der erfüllend und glücklich ist. Denn das ist meines Erachtens der Sinn des Lebens. Ein Leben, in dem du lernen und lehren kannst. Auf diesen Weg, auf dessen Weg die Sonne scheint. Natürlich wird es ab und zu mal regnen, aber das vergeht sehr schnell wieder. Und alles blüht danach noch schön und üppiger. Ich sage, das Leben ist ein Ponyhof. Lerne es zu leben. Das ist das, was auf der Rückseite steht und das sind meine eigenen Worte und auch das, was ich mit diesen Karten ausdrücken will, machen wollte. Mit diesen Karten kannst du wirklich dein Leben in den Griff bekommen, weil sie dir wirklich zeigen, wo du hinschauen musst und wie du es machen kannst. Ich erstelle ein Video, da ist nämlich kein Buch dabei, also keine Anleitung dabei, sie brauchen keine Anleitung und vor allem wäre so eine Anleitung oder ein kleines Buch noch viel, viel teurer geworden und darum mache ich das online. Ich bin gerade dabei, jede einzelne Karte zu benennen, jede einzelne Karte zu zeigen, in einer Dreierlegung, in einer Neunerlegung, wie man sie kombinieren kann, was daraus zu deuten ist, fürs Leben, aber auch für die Energien. Und das ist eben ganz wichtig, wenn du damit arbeiten willst und rausfinden willst, wo muss ich denn hinschauen, warum klappt es mit dem Geld nicht. Und da kann ich dir versprechen, sie können wirklich, wirklich helfen. Und wenn ich alle Karten durch habe, wird so in 2 Wochen so sein, kriegst du auch den Link dazu. Da kannst du dann wirklich einzeln jede Karte anklicken und dir das anschauen. Und danach werde ich dann ein großes Video machen mit all meinen Legesystemen und die sind zu 95% meine eigenen Systeme, die ich dir alle vorstellen werde und auch sagen werde, wie du damit arbeiten kannst, für dich selbst oder für andere, wie du es halt möchtest. Und ich kann nur sagen, meine Karten haben mir unwahrscheinlich geholfen und helfen immer noch. Du musst nicht, du darfst gerne und in diesem Sinne wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Habe die Ehre.